Hallo, ich bin Claudia. Ich bin die Gründerin von Bareskin Face Yoga. Und wenn du hier neu bist, bei mir findest du alles rund um die natürlichsten Verjüngungsmethoden der Welt: Gesichtsyoga, Gua Sha, Massage, Schröpfen und Beauty Taping für dein schönstes und strahlendstes Ich, egal wie alt du bist. Wenn du also in Zukunft hier bleiben und auch gerne nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Vielen lieben Dank auch an alle da draußen, die bisher so fleißig schon kommentiert haben und die ganz, ganz interessiert die Videos bisher gucken. Vielen Dank an euch. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, dass ihr hier seid und dass ihr mit mir hier auf YouTube Gesichtsyoga macht. Im heutigen Video würde ich euch gerne ein bisschen was über Schlupflider erzählen. Schlupflider entstehen ja dann, wenn das Gewebe hier am äußeren Augenrand sich nach unten bewegt und dann sich über das Oberlid drüber schiebt, sodass quasi vom Oberlid gar nicht mehr so viel zu sehen ist. Und tatsächlich ist das ganz unterschiedlich, wie stark sich das ausprägen kann. Und es hat nicht unbedingt immer etwas damit zu tun, dass sich dieser Bereich hier mit der Zeit oder mit zunehmendem Alter, dass dieser Bereich an Kraft, an Spannung verliert. Du hast vielleicht auch schon das Video gesehen zu den Krähenfüßen und dort habe ich dir erklärt, dass der Muskel hier im äußeren Augenbereich hier auch nach unten ziehen und die Augenbraue mitnehmen kann. Wenn du also das Gefühl hast, dass der äußere Brauenbereich bei dir nach unten abzusinken beginnt, dann mach auf jeden Fall auch die Entspannungs- und Kräftigungsübungen aus dem Krähenfüße-Video. Außerdem, und das ist wieder ein Problem der Lymphe, was du ja auch schon beim Doppelkinn gesehen hast, wenn sich hier in dem Bereich viel Lymphflüssigkeit staut, dann kann ein Doppelkinn, dann können Schlupflider viel ausgeprägter wirken, als sie eigentlich sind. Und das Dritte ist, dass du den Muskel in diesem Bereich sehr, sehr gut kräftigen kannst, um die Augenbraue zu liften und den Bereich hier wieder zu straffen. So kannst du ganz, ganz effektiv deine Schlupflider minimieren, reduzieren oder ihnen vorbeugen. Ich zeige dir also jetzt eine wunderbare Übung, die du gerne täglich, auch gern zweimal täglich, morgens und abends durchführen kannst und die Wunder wirkt gegen Schlupflider, wenn du sie richtig durchführst. Nimm dafür deine Zeigefinger und wichtig ist, dass du deine Zeigefinger wirklich gut hier in die Vertiefung des Auges hineinlegst. Wenn du also schon Schlupflider hast, dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, dass du die Haut eher zum Auge hindrückst. Um dann die richtige Position mit dem Finger zu finden, schließ gern das Auge und such dir diese Vertiefung oberhalb des Augapfels, um dann dort den Finger hineinzulegen. Du solltest hier oben gut den Brauenbogen spüren, also diesen knöchernen Bereich unter der Augenbraue, dann bist du mit dem Finger an der richtigen Position. Positioniere also deine Finger gerne auf beiden Seiten genau in dieser kleinen Vertiefung. Schließ gern wirklich vorher die Augen, damit du deine Finger gut hinein positionieren kannst. Dann entspannst du deine Schultern und schließt die Augen. Und nicht einfach nur die Augen zumachen, sondern das Augenlid kraftvoll aktivieren. Und was jetzt spürbar sein muss, ist, dass du hier in dem Bereich unter den Zeigefingern so ein sanftes Vibrieren spürst. Vielleicht auch nur die Kontraktion des Augenmuskels, wenn du das Auge schließt. In jedem Fall solltest du aber den Muskel spüren, denn nur dann funktioniert die Übung auch wirklich. Also Finger ansetzen, Schultern entspannen, Augen schließen. Solltest du jetzt unter den Fingern nichts spüren, dann verzweifle bitte nicht, sondern setz die Finger einfach nochmal neu an, probier nochmal. Und in einigen Fällen kann es außerdem sein, dass du eine Weile brauchst, um den Kontakt zur Muskulatur herzustellen. Dass es einfach eine Weile dauert, bis du diese Muskulatur wieder ganz, ganz isoliert ansteuern kannst. Üb also einfach und schau, dass du immer mehr und immer genauer spürst, dass der Muskel sich aktiviert. Wir machen noch eine Wiederholung. Du solltest das Ganze mindestens 3 mal 10 Sekunden machen. Und das Schöne daran ist, je häufiger du diese Übung durchführst, umso
Mehr wirst du dann auch einen wunderbaren Soforteffekt sehen. Das heißt, der Muskel springt sofort an auf die Kräftigung und tatsächlich ist dann das Augenlid sofort nach der Übung viel gestraffter als vorher. Wir machen noch eine letzte dritte Runde. Finger wieder anlegen, Schultern entspannen, Augen schließen. Spür, wie der Augenmuskel arbeitet. Press die Augen nochmal richtig kräftig zu. Setz nochmal alle Energie in das Schließen des Augenlides nach unten. Und dann kannst du die Finger wieder lösen und gerne jetzt mal richtig energisch blinzeln, zwinkern, um den Augenmuskel zu entspannen. Du kannst auch gern die Augen einmal kurz schließen. Mach das immer vor einem Spiegel, um zu kontrollieren, dass deine Finger auch an der richtigen Stelle sind. Und wenn du das ein paar Tage oder 2, 3 Wochen gemacht hast, wirst du schon einen deutlichen Unterschied spüren und sehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner Übung. Ich freue mich auch über deinen Kommentar und vor allem auch, wenn du gern meinen Kanal abonnierst, solltest du das noch nicht getan haben. Ich schicke dir viele Grüße und sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Tschüss.